Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dredge. Wir haben beim letzten Mal Bekanntschaft machen dürfen mit dem ursprünglichen Bewohner der Sturmklippen. Und ich sag mal so, der Junge ist, wenn es denn ein Er ist, das kann ja auch ein Sie sein, Territorialverhalten geht ja nicht nur auf die eine, auf das eine Geschlecht einher. Die Riesenschlange angetroffen, welches hier überall in den Sturmklippen nach Beute sucht. Und ganz ehrlich, da ist es. Da ist das Vieh. Crazy. Crazy, Alter. Ich möchte hier auch so schnell wie möglich wieder raus. Was haben wir da? Ah, das Familienwappen. Sehr gut. Ja, wir lesen uns das danach mal in Ruhe durch. Hauptsache, wir kommen hier erstmal wieder ein Stück raus. Weil es gab beim letzten Mal einen Propellerausfall. Und das möchte ich nicht nochmal erleiden. Deswegen sehen wir erstmal zu, dass wir hier wieder aus den Gefilden rauskommen und sicheres Gewässer erreichen. Das Familienwappen, welches wir gerade geborgen haben, das ist für die Familienzusammenführung höchstwahrscheinlich sinnvoll. Und zwar müssen wir gleich mal den Eremiten ansteuern, welcher auch der Bruder des pensionierten Walfängers in Unfell ist. Nee, das war der falsche. Zur Werft. Familienwappen. Ein prächtiges Familienwappen, geschnitzt aus den Kieferknochen eines Wals. Das muss für jemanden wichtig sein. Oh ja. Und dementsprechend fahren wir jetzt mal rüber. Weil wir haben jemandem ein Versprechen gegeben. Weil von dem guten Kollegen ist die Frau einst verstorben und er lebt ja ganz alleine. Und quatschen wir mal mit ihm. Hallo, was kann ich für dich tun? Ist das dein Familienwappen? Du hast es gefunden. Das hätte ich niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun muss ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Würdest du das meinem Bruder in Unfall bringen? Sag ihm, dass es seinem Bruder leid tut und dass ich gerne nach Hause kommen würde. Nichts leichter als das, mein Freund. Das werden wir tun und sind mit Sicherheit in Kürze wieder zurück. Was willst du? Ich glaube, dieses Wappen gehört dir. Gott, das habe ich nicht mehr gesehen seit. Also hat er es tatsächlich genommen. Ich wusste es. Es tut deinem Bruder leid. Lässt du ihn zurück nach Hause kommen? Es geht ihm dort drüben nicht gut. Dein Bruder muss wieder hierher kommen. Naja, das eher nicht, aber das hier eher. Ich weiß nicht. Ich habe mich ziemlich aufgeführt, als er ging. Ja. Na gut, in Ordnung. Er kann in meiner alten Werkstatt wohnen, wenigstens vorerst. Aber ich brauche ein wenig Zeit, um dort aufzuräumen. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht etwas für mich tun. Ich habe versucht, in der Fahrrinne zwischen den Klippen Trümmer zu beseitigen, um eine Abkürzung zu schaffen, mit Sprengstoff. Ich konnte eine Sprengladung platzieren, aber die Klippen erschienen mir besonders instabil zu sein, also wagte ich es nicht, sie zu zünden.
Du müsstest nur hineinfahren und sie zünden. Es ist nicht weit. Ich habe dort ein paar gelbe Fahnen angebracht. Man kann sie nicht verfehlen. Nö. Dann... Die Mission ist klar. Legen wir ab. Das können wir ja noch machen. Ja, wobei, das ist schon wieder beim Monster da hinten drin. Aber es heißt hier nur zünden und abhauen. In der Hoffnung, dass wir in einem Stück dann wieder rauskommen. Hier ist nämlich so ein Höhleneingang von dem Vieh. Ja. Haha! Ah, shit. Nein! Okay, die hydraulische Angelrute ist beschädigt. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ein haufenloser Trümmer. In den Lücken zwischen den Felsen sieht man etwas, was aussieht wie eine weiße... Wie große weiße Zähne. Eine lange Lunte hängt heraus. Das muss die Stelle sein, an der der Walfänger die Abkürzung schaffen möchte. Die Lunte anzünden? Yo! Zu zünden ist die Lunte. Bam! Die Trümmer zerbröseln. Du solltest dem Walfänger Bescheid geben. Machen wir. Nichts wie weg hier, Alter. Am Arbe hier. Also dieses... Ach so, Moment. Vielleicht können wir ja auch noch mal kurz mit ihm hier quatschen. Um ihm Bescheid zu sagen, was sein Bruder denkt. Nee, okay. Da gibt es erstmal nichts. Du hast es geschafft. Wir haben die Explosion bis hierher gehört. Gott, dieses Echo. Überrascht mich, dass dir die Klippen nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier ist alles bereit. Geh bitte und sag meinem Bruder, dass er nach Hause kommen kann. In Ordnung. Machen wir das doch gleich mal. Reparieren können wir das Schiff dann immer noch. Also die kurze Strecke bin ich ja auch noch gewillt, sag ich mal, nachts zu fahren. Auch schön, wie dann nur in diesem einen Haus wirklich das Licht brennt. Hallo, was kann ich für dich tun? Dein Bruder vergibt dir. Er hat eine Bleibe für dich gefunden. Er hat zugestimmt. Da fällt mir ein riesiger Stein von der Brust, der schon so lange dort liegt, dass ich ihn fast vergessen hatte. Na gut. Ich habe gepackt und bin abreisefertig. Na dann, Junge. Packen wir dich mal mit ein. Der Eremit kommt mit seinen wenigen Habseligkeiten an Bord. Wunderbar. Man kann wirklich sagen, okay, er hätte das Licht noch ausmachen können, aber... Das hier, man kann wirklich mal ausnahmsweise sagen, das ist so eine Nacht- und Nebelaktion. Wortwörtlich. Nun, da wären wir. Der Eremit sieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder, du bist wieder zu Hause. Es tut mir leid. Ich war so dumm. Das waren wir beide. Komm herein. Lass mich deine Taschen nehmen. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir um. Oh, Fremder, solltest du noch mehr Trümmer finden, die beseitigt werden müssen, ich stelle gerade weitere Sprengladungen her. Komm einfach zur alten Walfangstation. Nice. Hier, die geht aufs Haus für deine Hilfe. Ja, merci, Alter. Sprengladungen. Ausgehöhlte Walzähne, gefüllt mit einer pudrigen Substanz.
Oben heraus ragt eine Zündschnur. Die werden wir einsetzen. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür, wann immer es nötig ist. Oh! Jo. Ich sag mal so, 40 ist jetzt nicht so viel. Also von daher, komm, Alter, ran damit. Wir nehmen erstmal alles mit, was geht. Weil man kann wirklich sagen, die Kohle, die haben wir gerade. Ablegen, jo. Jetzt werden wir erstmal noch unser Schiff reparieren. Ruhen. Und dann werden wir mal nach Großmark wieder fahren. Denn dort gab es ja auch eine Möglichkeit, einen Felsen wegzusprengen. Und jetzt erzählst du mir wohl gleich wieder, dass du dem Felsen nicht ausweichen konntest, der wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ja klar, die Geschichten kenne ich. Lass uns dein Brot zusammenflicken. Ja, sie spricht genau von den Teilen, die ja wirklich auch in Großmark schon in der Bucht, also in der Einfahrt, auftauchten. Ja, die Sprengladung lasse ich erstmal drin. So, ab geht's nach Großmark. Dieses veredelte Metall, Alter. Ich will das erstmal auf die eigene Art und Fauste finden. Oh, was haben wir da? Hallöchen, Moment, ich mach mal Platz für dich. Ich hoffe, dass wir da einen Platz reichen. Hoffe ich. Segelfisch. Alter, ist das ein Brocken. Shit. Moment. Moment. Shit, Alter. Damn it. Scheiße. Sehen. Oh Mann, Alter, es kann doch nicht wahr sein. Und für den haben wir einfach schlichtweg nirgendwo Platz, ne? Kann das sein? Doch, so könnte er passen. Ja, doch, wir kriegen ihn. Wir werden da noch Stauraum für finden. Moment. Es ist echt wie bei Tetris, Mann. Jetzt aber, du gehörst mir. Knappe 2 Meter ist der Junge. Ja! Yes! Unglaublich flink, bringt aber nicht viel ein. Das ist mir scheißegal, aber wir haben ihn immerhin, sag ich mal, fürs... Immerhin einmal gefangen. Ha! Schön, wenn man echt... Ja, den Platz haushalten kann. Ich finde dieses System dahinter so einfach und genial zugleich. Ne? Es macht einfach Spaß, damit rumzuhantieren. Einfach schön. Ein richtig geiles Gimmick, was dieses Spiel... Ja, wie soll ich sagen? Der Nutzen davon ist einfach da. Er ist einfach simpel und genial in einem. Richtig schön. Ich habe das Licht noch an. Brauchen wir ja gar nicht mehr. Ich dachte erst, das wäre so ein Marlin gewesen. So ein Schwertfisch.
schön. Bringt nicht viel ein. Ja. Auf jeden Fall. Aber kostet mal 115 Dollar, ne? Was solltest du... Achso, solltest du die Jagd nach besonderen Arten gehen, konsultiere deine Enzyklopädie. Dort findest du alle nötigen Informationen. Yes. Erstmal weg damit. Dann können wir auch gleich mal... das hier... genau, zur Fracht. Zur Fracht. Jo. Ja, können wir jetzt mal rüber nach Kleinmark. Ich finde es schädlich, wie man hier so diese Wege jetzt miteinander verbinden kann. Richtig gut. Ich hatte mit Sicherheit auch was. Wie kann ich dir heute helfen? Flagge abliefern. Yo. Du hast also einen Stofffetzen gefunden? Lass mich mal sehen. Ein ganz besonderes Motiv. Willst du es jetzt anbringen? Oh, auf jeden Fall, Alter. Wie du möchtest. Guck mal, sieht das nicht schon viel geiler aus an unserem Schiff? Willkommen! Hast du etwas Interessantes gefunden? Jo, haben wir. Alter, 92. 30. 55. Eine matt glänzende Silberkugel. Sieht wertvoll aus. Boah, weg damit. Guck mal, wir machen den Reibach hier, Alter. Wir hauen richtig rein. Jo, Alter. Das sieht auch mit der Flagge schon... ordentlich nach was aus. Wir machen uns. Ah, schön, das gefällt mir. Ich glaube, von der Seite konnten wir es nicht. Wir müssen da einmal außen rumfahren. Ja, genau, von hier. Benutze Sprengladungen. Jo. Ha! Fantastisch. Oh, yes, da ist es! Fantastisch. Geil, dann brauchen wir es ja echt nicht bezahlen. Ja. Nice, wir können uns bei der fahrenden Händlerin dann später den Rumpf aneignen. Ist das geil. Einmal an der Schwarzfelsinsel vorbei. Oh, Moment. Hätten wir wirklich noch Platz für eine Anomalie eines Hais? Ich weiß es nicht. Aber wollen wir es mal testen? Schwarzspitzenriffhai. Keine Ahnung, was das war, aber ich glaube, wir hauen erstmal einen Sack. Nein. I'm out of here. Oh ja, wir haben eine Verfolgung. Oh shit. Bin ich überhaupt noch richtig auf Kurs? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wo zur Hölle? Da hinten. Ich sehe den Bogen.
Oh, shit. What? Leute, das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht. Keinesfalls. Holy shit, das war close, Mann. Was auch immer das gewesen ist, ich will es nicht nochmal sehen. Damn! Holy shit! Ja, das Auge oben mit unserem Stressfaktor, das sagt einiges. Ja, ich sehe wirklich ein bisschen zittrig aus. Holy moly, Alter. Der Schwarzspitzenriffhai. Diese Fische sind bei Tage völlig untätig und gehen erst auf die Jagd, wenn die Sonne sinkt. $118 dafür, hier kannst du haben, Alter. Ja, wir werden uns jetzt erstmal abpacken. Bam. Dank des pensionierten Walfängers im Umfeld besitze ich nun einen kleinen Vorrat an Sprengladungen. Vorsicht damit. Ach, du auch? Moment. Ja, okay. Eins. Wow. Danke, aber danke, nein. Was mir viel wichtiger ist, ist der neue Rumpf. Ha! 500 investiere ich dafür gerne. Verbessert dein Boot auf einen Stufe 2 Rumpf und fügt 5 neue Frachtplätze hinzu. Der Rumpf fällt einen zusätzlichen Zusammenprall aus. Das klingt doch nach was. Plus 3 Angelplätze, plus 4 Frachtplätze, plus 1 Motorenplatz. Na, ganz ehrlich, wisst ihr was, Alter? Ran damit, Junge. Mal einmal Stoff. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir auch. Guck mal, wie das hier läuft auf einmal. Na gut, 300. Wir müssen es ja erstmal noch erwerben, ne? Moment. Oder haben wir den Rumpf jetzt schon? Ich muss hier nicht alles schnappen, was du dort draußen siehst. Schiffswracks laufen schließlich nicht weg. Ja, stimmt. Ne, wir haben tatsächlich. Es ist also schon eingebaut. Okay, das brauchten wir also nicht bezahlen. Räumen wir erstmal das Lager ein bisschen auf. So viel Metallschrott, ey, unfassbar. Die Enzyklopädie. Man muss sich mal vorstellen, ne? Der Schwarzspitzenriffhai war ungefähr, er war einen knappen halben Meter kürzer als der beste Bronzehai, den wir bis jetzt gefangen haben, aber dennoch schon mehr wert. Ist wahrscheinlich dadurch gemessen, weil er halt nur nachts gefangen werden kann. War schon wieder der falsche. Zum Schwimmbock will ich hin. Ja, machen wir das. Puh, jetzt geht's hier aber richtig in die Vollen. Achso, das müssen wir jetzt wahrscheinlich erst noch kaufen, ne? Oder haben wir den jetzt schon? Ich bin verwirrt. Nee, hat es. Hat es. Okay.
Okay. Metallschrott. Metallschrott. Mann, es ist ja schon mal gut, dass wir hier vorsorgen können. Zweimal Stoff haben wir auch noch. Ja, ran, Junge. Ran. Alles, alles ran. Ne? Wir haben es doch. Ist das Ding fast schon so wieder wie leer und wir können wieder dredgen, was das Zeug hält. Und das alles nur wegen einem veredelten Stück Stahl oder Metall. Neun neue Frachtplätze. Oh, yes! Ich meine, jetzt kann man wirklich den Ozean leer fischen, habe ich so das Gefühl. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Gut. Du und ich, wir müssen Risiken meiden, wo es nur geht. Es gibt keine Mannschaft, die uns rettet, wenn etwas schief läuft. Ja, stimmt. Jetzt könnten wir auch das Teil einbauen. Aber wir haben noch keinen weiteren Platz für einen Scheinwerfer, ne? Da käme erst der nächste. Und da auch, okay. Ja, gut. Mal kurz geguckt aufs Lager. Damit kann man doch was anstellen. Also wir haben ja jetzt richtig vorgesorgt. Also wenn wir jetzt nicht ready sind, ne, weiß ich auch nicht. Aber bevor wir das beenden, wird erstmal der hier aus dem Weg geschafft. Mal zerbröseln. Ja, und was sich dahinter verbirgt, das sehen wir dann gemeinsam erst beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dredge.